Schafbestände in Deutschland sind seit Jahrzehnten rückläufig. Viele betrachten die Haltung der kleinen Wiederkäuer als wenig rentabel. Nicht zur Familie Steiner. Die erweiterten vor einigen Jahren ihren ehemaligen Milchviehbetrieb um eine Herde von 100 Milchschafen der französischen Rasse Lacon. Das war Stall für 30 Milchkühe, wie typisch für Bayern. Da war aber dann der Stall an sich schon so alt, die ganze Aufstellung kaputt, dass wir gesagt haben, wir müssen was Neues machen, entweder für Milchkühe oder für Schafe. Und da sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir mit den Schafe was machen wollen, weil für die Milchkühe braucht man, um davon leben zu können, dann einfach schon eine größere Stückzahl. Und für die war einfach hier kein Platz. Und darum haben wir uns entschlossen, dass wir Milchschafe machen. Und bei Milchschafe kann man halt auch für selber machen. Es sind kleinere Tiere, es sind handlicher wie Kühe. Die Umstellung an sich ist jetzt nicht so schwer. Man muss auch zweimal am Tag melken, füttern wie bei den Kühen. Das Einzige ist halt, man muss dann mit der Milch weiterverarbeiten. Also es reicht jetzt nicht, wenn die Milch im Tank ist und die wird dann abgeholt, sondern man muss eben dann die Milch verarbeiten, muss Käse draus machen oder darf Käse draus machen. Molkereien für Schafsmilch gibt es kaum. Daher investierten die Steiners 150.000 Euro in eine hofeigene Käserei. Beweggrund war eigentlich der, dass wir sagen, wir wollen wirklich unsere Produkte selbst erstellen und dann auch selbst verkaufen. Deswegen haben wir auch hier die Käserei gebaut. Die haben wir jetzt kürzlich fertiggestellt und man nimmt da natürlich sehr viel Geld in die Hand, aber ja, man weiß auch, warum man es macht. Wir wollen einfach selber hochwertige Produkte herstellen und die eben auch selber an den Mann bringen. Und ja, ich denke, wir fahren ganz gut mit dieser Linie. Fruchtjoghurt, Feta-Käse, Lammfleisch. Die Steiners stellen nicht nur alle Produkte selbst her, sondern vermarkten sie auch selbst. Mit einem Verkaufswagen sind sie 4 Tage die Woche auf regionalen Bauernmärkten zu finden. Der direkte Kundenkontakt, gepaart mit besonderen Produktkreationen, sollen die Kunden von den Schaferzeugnissen überzeugen. Die Steiners waren keine Neulinge in der Schafhaltung. Seit Ende der 70er Jahre betreibt die Familie Hüteschafhaltung. 700 Merino-Schafe beweiden im Sommer 150 Hektar Naturschutzflächen. Jetzt, über den Winter, stehen die Merinos im Laufstall. Gefüttert wird vormittags eine Totalmischration aus Heu, Grassilage, Maissilage und Kraftfutter. Wir haben jetzt einmal die Merino-Landschafe für die Hüteschafhaltung. Die sind sehr gut geeignet, weil sie einen starken Herdentrieb haben. Also die bleiben beisammen, wenn man hütet. Und sie sind einfach sehr robust gegen der ganzen Witterung. Auch sehr robust mit den Klauen. Und für die Milchschafhaltung haben wir uns für die französischen Rasse Lacon entschieden, weil die genauso robust sind. Die geben zwar weniger Milch als zum Beispiel die deutschen Ostfriesen, aber sind einfach widerstandsfähiger, sind nicht so krankheitsanfällig. Und dadurch haben wir uns für diese entschieden. Ein Lacon-Schaf hat eine durchschnittliche Milchleistung von 300 Litern pro Jahr. Den Melkstand hat der Landwirt übrigens selbst gebaut. Das Problem war, dass die meisten Melkstände für die ostfriesischen Schafe gebaut werden, weil sie die hauptsächlich in Deutschland vorkommen. Und das sind einfach ein bisschen größere, raumigere Tiere. Die Lacons sind eher ein bisschen schmäler. Und durch das haben wir jetzt unseren Melkstand eben ein bisschen schmälern müssen. Und die Hersteller bieten einfach nur einen an, weil es ja relativ wenige Schafbetriebe gibt und durch das eigentlich da nicht lang Individualmaß gemacht wird. Und darum haben wir uns den selber gebaut, der ist einfach günstiger aus Holz. Wenn man zum Beispiel die Technik aus Italien kauft, wo es ein paar mehr Schafbetriebe gibt, wo es günstiger sind. Das junge Schäferpaar macht es vor. Mit einem schlüssigen Betriebs- und Vermarktungskonzept lässt sich auch mit den kleinen Wiederkäuern Geld verdienen.